Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Möge der Bessere gewinnen, K. Also K, es ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Nein, ich beschwöre kein Monster. Was ich beschwöre, ist ein Gott. Obelisk der Peiniger. Ich zeig dir nun mit meiner Überlastfusion, was ich dir alles an Schmerzen zubereiten kann. Ich verbanne nun 6 Maschinenmonster von Spielfeld und Friedhof und beschwöre als Fusionsbeschwörung Chimera-Tech-Überdrache. Was für ein verzweifelter Versuch. Dachte er wirklich, er kann mich besiegen? Egal, weiter. Ich werde das Turnier gewinnen. In der rechten Ecke haben wir Nipska. Und in der linken Ecke Schattenspieler. Du sollst also mein Gegner sein. Fische wie dich verspeise zum Frühstück. Das werden wir ja sehen. Definitiv. Hast du schon mal Bekanntschaft mit Roids gemacht? Hämorrhoiden höchstens. Ich beschwöre Submarine Roids. Ich hoffe, du weißt, was diese wunderschöne Karte kann. Leider ja. Sie erlaubt mir, dich direkt zu angreifen. Attacke, direkter Angriff. Erster Angriff. Dank der Spezialfähigkeit geht ein Verteidigungsmodus. Du bist dran. So muss das sein. Nicht leicht. Ich ziehe. Also nicht mit gerechnet. Ich aktiviere Metaversum, um mir einen Feldzauber in meine Hand zuzufügen. Naja, spiel's auch mal, das ist schön. Die beste Karte in meinem ganzen Deck. Touché. Die würde ich auch direkt gerne aktivieren wollen. Das ist auch okay. Ich hoffe doch. Wir holen uns am besten den guten Z-Metallpanzer. Okay. Normal beschwöre den Z-Metallpanzer, aktiviere den Effekt von meinem Union-Hänger. Tu dir keinen Zwang an, das wird dir nicht helfen. Oh, du wirst gleich aber erzittern von der Macht meines Decks. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe da noch so ein kleines Ass im Ärmel. Ich aktiviere meinen Skill. Der erlaubt es mir jetzt für eine Fusionsbeschwörung, meine Monster vom Feld oder vom Friedhof zu verbannen. Nicht schlecht. Und damit hole ich auch schon direkt mein Bossmonster, das nur wenige erblicken konnten. Fühl dich geehrt, XYZ-Kanonendrache. Denkst du, ich wusste nicht dank des Skills, was du spielst? Außerdem hat dich deine X-Kopf-Kanone verraten. Ich aktiviere Wasserloch-Vollgrube. Damit wird dein Monster nicht mehr das Licht erblicken. Hätte ich mir denken können. Ach so, ist das so? Dann werde ich einfach nur eine Karte setzen. Und dann ich abgebe, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Wenn du denkst und weißt, was kommt, dann weißt du ja sicherlich, was jetzt kommt. Submarine Raid geht in Angriffsmodus und zusätzlich beschwöre ich Wirbelkabelist in Angriffsmodus. Was macht das? Deine Fähigkeit ist, kann bis zu 2 Karten ins Deck mischen und neu ziehen. Will ich aber gar nicht, denn auch ich habe einen Skill. Ich aktiviere meinen Skill. Damit darf ich meinen Monster zerstören und darf mir ein Roid-Monster vom Deck auf die Hand hinzufügen. Zusätzlich hat mein Karolis einen Zweiteffekt. Und zwar, wenn er zerstört wird, darf ich eine Karte ziehen. Du wirst sie brauchen. Du wirst gleich vor allen Dingen eins brauchen. Lebenspunkte. Submarine Knight, direkter Angriff. Und wieder geht ein Verteidigungsmodus. Und du bist dran. In der Endphase flippe ich meinen Union-Alarmstab, um mir 2 gebannte Union-Monster wieder zu holen. Das ist natürlich nicht schlecht. Tu dir keinen Zwang an. X-Kopf-Kanone. So gut, so gut.
leider hast du eins vergessen. Deine Monster sind deutlich schwächer als mein Submarine Roid. Du bist dran. Hinten wird die Ente fett. Ich zieh für Turn. Der übertreibt ja komplett. So, du hast jetzt mein Hauptmonster besiegt, aber ich hab noch was. Wir gehen in eine nächste Fusion rein. Oh. Wir verbannen diese beiden und wir holen als nächstes XZ-Kanonenpanzer. Auch er ist eine Maschine, der schon definitiv seinen Tribut gefordert hat. Hast du nicht gesagt, alle guten Dinge sind zwei? Niemals. Ich aktiviere Wasserloch-Fallgrube und dein Monster wird damit verdeckt gesetzt. Das ist dein Ende. So, wie sieht's aus? Was ist dein Plan? Nicht schlecht. Ich setze eine Karte runter, ich setze zwei Karten runter. Ich bin da? Ja. Du hast zwei Monster auf dem Feld, richtig? Sie haben zählen gelernt, ich bin stolz. Und gibt es ein Monster, was zwei Monster braucht? Lava-Golem! Und jetzt, rate mal, was kommt. Submarine geht in Angriffsmodus. Attacke, direkter Angriff. Das war Nummer 3. Noch zwei Angriffe und das war's. Ist jetzt ein Monster im Verteidigungsmodus durch seinen Spezialeffekt. Und du bist dran. In der Endphase habe ich natürlich noch was. Noch ein Union-Alarmstart. Das ist nicht schlecht. Ich stehe auf dicke Maschinen. Und ich ziehe für Turn. Du hast etwas vergessen. Lava-Golem mit einer Spezialfähigkeit. Dank ihr verlierst du weitere 1000 Lebenspunkte. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe gehofft, sie vergessen den Effekt. Das ist leider ein Pflichteffekt, mein Lieber. Damit hast du nur noch wenige Lebenspunkte übrig. Los, mach deinen letzten jämmerlichen Zug. Okay. Ich wollte eigentlich seicht reingehen, aber manchmal muss man nicht. Ich aktiviere wieder neue Kombination. Und diesmal gehen wir richtig rein. Denn wir haben natürlich noch einen XZ-Kanonenpanzer. Oh, und das ist endlich mal stärker sogar. Haben wir etwas auf die Beschwörung meines Kollegen? Das ist dieses Mal vollkommen okay. Das freut mich sehr, denn ich habe noch einen Freund. Z-Metallpanzer. Da würde ich gerne den Effekt von Union-Hänger aktivieren, um ihn was ranzuhängen. Das ist vollkommen okay. Natürlich ist das vollkommen okay. Wir hängen uns einen Y-Drachenkopf dran. Haben wir hier etwas? Nein. Dann aktiviere ich seinen Effekt, um eine Handkarte abzuwerfen, um diese verdeckte Karte zu zerstören. Das tut schon weh. Aber es ist fein. Dann habe ich dich genau da, wo ich dich haben will. Und mit allen Karten auf dem Tisch würde ich sagen, holen wir uns dein U-Boot. Das ist vollkommen okay. Du weißt, dass das Duell schon längst vorbei ist. Nicht solange ich hier bin. Bin ich dran? Solange ich hier bin, weiß ich eins. Dass Submarine Ride hier das Duell beenden wird. Submarine Ride, direkter Angriff vor Game.